Als nächstes bitte ich den Fraktionsvorsitzenden von Bündnis 90 Die Grünen, Herrn Wagner, ans Rednerpult. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, mit dem Doppelhaushalt 2023-2024 halten wir weiter klaren Kurs in schwieriger Zeit. Wir geben als Koalition Antworten auf die Herausforderungen unserer Zeit. Wir nehmen uns den Sorgen und Nöten der Bürgerinnen und Bürger an, die durch den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine entstanden sind. Und wir halten mit diesem Doppelhaushalt einmal mehr Wort. Wir halten Wort, weil dieser Doppelhaushalt, wenn er im Januar beschlossen wird, alle wesentlichen Projekte des Koalitionsvertrages umgesetzt haben wird. Wir haben auch in dieser Wahlperiode wie in der vorangegangenen Wahlperiode von Schwarz-Grün Punkt für Punkt die Punkte bearbeitet, die wir uns vorgenommen haben. Und das, was noch nicht bearbeitet ist, bearbeiten wir jetzt mit diesem Doppelhaushalt. Ich finde, gerade in unübersichtlichen Zeiten, in schwierigen Zeiten, ist es ein Wert an sich, wenn eine Regierung sagt, was sie tut, und tut, was sie sagt, meine Damen und Herren. Der Koalitionsvertrag ist überschrieben mit Aufbruch im Wandel durch Haltung, Orientierung und Zusammenhalt. Und das war nicht nur die richtige Leitschnur, um das umzusetzen, was wir uns ohnehin vorgenommen haben. Es war auch die richtige Leitschnur, und es ist die richtige Leitschnur, um mit unvorhergesehenen Ereignissen umzugehen. Und genau dieser Ansatz, den Zusammenhalt zu stärken, Orientierung zu geben, Haltung zu haben, hat uns durch die Corona-Krise geführt, bei allen Problemen, die wir hatten, hat uns schnell reagieren lassen, als im März, Februar die ersten Menschen aus der Ukraine zu uns geflohen sind vor dem völkerrechtswidrigen Krieg aus Russland. Und diese Prinzipien geben uns jetzt auch die Kraft und die Orientierung, ein Hilfspaket auf den Weg zu bringen, um die Folgen des Angriffskriegs abzumildern. Und ich bin ausdrücklich dankbar den Fraktionen von SPD und FDP, dass das gemeinsam gelungen ist. Hessen steht zusammen. Das bedeutet, Hessen steht zusammen, um gemeinsam die Auswirkungen der Krise abzufedern, um den Menschen Antworten zu geben, um den Menschen Hilfen zu geben. Hessen steht zusammen, gilt aber an diesem Punkt auch für diesen Landtag. Und ich halte das für ein ganz wichtiges Signal, dass wir in einer Zeit, wo viele Menschen Sorgen haben, wo viele Menschen verunsichert sind, sagen, wir geben als Politik eine gemeinsame Antwort. Politik ist handlungsfähig, unsere Demokratie funktioniert. Wir kümmern uns gemeinsam um die Sorgen der Bürgerinnen und Bürger. €200 Millionen stehen als originäre Landeshilfen zur Verfügung. €380 Millionen ist der Anteil des Landes Hessen, um die Bundeshilfen zu finanzieren. Steht zusätzlich für die Wirtschaft ein Bürgschaftsrahmen von 3 Milliarden Euro zur Verfügung. Wir geben passgenaue Antworten. Wir wollen eben nicht, dass Menschen der Strom oder die Energie abgestellt wird. Deshalb haben wir ein Programm gegen Energiesperren aufgelegt. Wir wollen eben nicht, dass Vereine, Initiativen, Projekte im Sozialen, bei der Kultur, beim Sport unter den Energiepreisen leiden, nicht wissen, wie sie darauf reagieren sollen, sondern wir wollen, dass sie trotz dieser Krise ihre Arbeit fortsetzen können, meine Damen und Herren. Und das sind einige der Gründe, weshalb wir dieses Paket auf den Weg bringen. Und wie gesagt, ich bin froh, dass zumindest das gemeinsam gelungen ist mit SPD und FDP. Aber Herr Kollege Rudolph, Sie haben es ja nicht bei dieser Gemeinsamkeit belassen. Das habe ich ehrlich gesagt auch jetzt nicht erwartet in der Haushaltsdebatte. Ich hatte eigentlich erwartet, Herr Kollege Rudolph, dass Sie eine Bilanz ziehen dieser Wahlperiode. Ich hatte eigentlich erwartet, dass Sie sich mit dem Haushalt auseinandersetzen. Und ich hatte eigentlich auch erwartet, dass wir irgendwann dann auch mal hören, was Sie eigentlich grundsätzlich anders machen wollen, Herr Kollege Rudolph. Ich kann jetzt
eigentlich nur sagen, ich habe mich kurz mit meiner Kollegin Ines Claus abgestimmt. Also wenn Ines Claus und ich zusammensetzen, also uns fällt mehr kritische Punkte zu unserer Regierungsarbeit ein als Ihnen in Ihrer Rede. Also wenn wir zusammensetzen, fällt uns da durchaus mehr ein. Ja, ja, das wüssten Sie jetzt gerne, Herr Lampo. Ja? Da fällt uns durchaus mehr ein, weil wir sind natürlich nie zufrieden, auch nicht zufrieden mit dem, was erreicht ist. Aber es ist auch eine ganze Menge erreicht, Herr Kollege Rudolph. Ich hätte erwartet in der Rede des Oppositionsführers und möglichen Spitzenkandidaten der SPD, wir wissen es ja noch nicht so richtig, wer das jetzt wird. Ich hätte da jetzt nun wirklich erwartet, dass Sie sagen, was Sie machen wollen. Vielleicht war das in den Redeminuten 31 bis 40 vorgesehen, aber auf jeden Fall an diesem Redepult haben Sie es nicht vorgetragen. Ansonsten haben wir ein wildes Sammelsurium der Pressemitteilungen der SPD aus den letzten Monaten gehört, noch einmal umgerührt, aber es wurde dadurch ja nicht wirklich origineller. Und wir haben gehört, also an der Stelle ein bisschen schneller. An der Stelle hätte Schwarz-Grün ein bisschen früher handeln können. Und hier würden wir uns wünschen, dass das, was Schwarz-Grün macht, auch für alle Ewigkeit gilt. Also wenn das Ihre Kritik an unserer Regierung ist, es müsste ein bisschen schneller sein, es dürfte ein bisschen früher sein und es dürfte für die Ewigkeit sein. Mit der Kritik, Herr Kollege Rudolph, können wir sehr, sehr gut leben. Und dann haben Sie ja Unglaubliches entdeckt. Sie haben entdeckt, dass in einer Koalition von zwei unterschiedlichen Parteien es auch unterschiedliche Meinungen geben kann. Also, Herr Kollege Rudolph, das war eine Ihrer zentralen Feststellungen. Also, ich muss sagen, Respekt. Also, nach der Respekt. Nach der vergangenen Woche wäre da wirklich außer Ihnen niemand auf die Idee gekommen, dass so etwas möglich ist. Aber einen freundlichen Hinweis, Herr Kollege Rudolph, weil wir ja im Bund gemeinsam regieren, SPD, Grüne und FDP. Und jetzt auch noch einmal Erkenntnis, auch da kommt es vor, dass die Parteien ab und zu unterschiedliche Meinungen haben. Und wenn ich mir jetzt anschaue, wie tauschen wir das hier in Hessen aus und wie ist das hier im Bund, dann einigen wir uns vielleicht doch darauf, dass beides ganz gut ist, Herr Kollege Rudolph. Ich will ja persönlich heute sein. Und jetzt haben Sie dann auch Ihre Rede geschlossen mit nächstes Jahr wird ein neuer Landtag gewählt. Das ist unzweifelhaft richtig. Und Sie haben ja auch schon klare Prognosen, wie diese Wahl ausgeht. Da bin ich jetzt ein bisschen irritiert. Sie wissen schon, wie die Wahl ausgeht, aber Sie haben noch nicht mal eine Spitzenkandidatin. Also wie das jetzt wirklich zusammenpasst. Ich habe Ihnen in der Frage keine Ratschläge zu geben, aber Herr Kollege Rudolph, ich will nur so viel sagen zur Frage, wann man bekannt gibt, wer Spitzenkandidatin oder Spitzenkandidat einer Partei ist. Also alle Lebenserfahrung legt es nahe, es ist besser vor der Wahl als nach der Wahl. Also viel mehr will ich dazu gar nicht sagen, Herr Kollege. Ja, also freundschaftlicher Hinweis. Ja. Meine Damen und Herren, die Bilanz dieser Koalition in dieser Legislaturperiode und die Bilanz mit diesem Haushalt kann sich sehen lassen. Ich habe gesagt, wir haben auf aktuelle Krisen reagiert. Wir reagieren jetzt auf die aktuelle Krise, die durch den Krieg gegen die Ukraine entstanden ist. Aber wir kümmern uns auch um die großen Herausforderungen unserer Zeit. Und die großen Herausforderungen unserer Zeit kann man mit drei Bereichen benennen. Es ist der ökologische Wandel, es ist die soziale Sicherheit und es ist der gesellschaftliche Zusammenhalt. Das sind die drei großen Themen, um die es uns hier in Hessen, um die es uns in ganz Deutschland gehen muss.
Und was bedeutet ökologischer Wandel? Ökologischer Wandel bedeutet, dass wir eine Antwort auf die Klimakrise geben müssen. Es bedeutet, dass wir uns für Artenvielfalt einsetzen müssen. Es bedeutet, dass in unserem Land vieles anders werden muss, damit es gut bleiben oder gut werden muss. Und deshalb setzen wir genau auf diesen ökologischen Wandel mit diesem Doppelhaushalt einen ganz klaren Schwerpunkt bei der Bekämpfung des Klimawandels, bei der Agrarwende, bei der Verkehrswende, bei der Energiewende, beim Erhalt der biologischen Vielfalt. 1,8 Milliarden Euro allein für Klimaschutz in diesem Haushalt, meine Damen und Herren. Und mit diesen 1,8 Milliarden leisten wir unseren Beitrag, damit unser Land spätestens 2045 klimaneutral werden kann. Und wir haben da alle Bereiche im Blick. Und natürlich fangen wir bei uns selbst an, nämlich bei der Landesverwaltung, und sagen, hier haben wir nicht das Ziel, bis 2045 klimaneutral zu werden, sondern hier ist unser Ziel, bis 2030 das zu erreichen. Deshalb investieren wir in Klimaschutzmaßnahmen in der Landesverwaltung. Deshalb investieren wir in die energetische Modernisierung der Landesimmobilien. Deshalb unterstützen wir die Kommunen dabei, ihre kommunalen Gebäude sanieren zu können. Und deshalb haben wir den integrierten Klimaschutzplan begonnen. Wir machen jetzt das Klimaschutzgesetz, und das Klimaschutzgesetz wird dann in den Klimaplan münden, damit wir tatsächlich in allen Sektoren beim Klimaschutz in unserem Land vorankommen, meine Damen und Herren. Klimaschutz geht nur gemeinsam mit der Wirtschaft. Und wenn wir den Klimawandel bekämpfen wollen, wenn wir den ökologischen Wandel gestalten wollen, dann werden wir die Wirtschaft auch dabei unterstützen müssen. Weil wir müssen zwei Dinge zusammenbringen. Auf der einen Seite die Veränderungen, die stattfinden, und auf der anderen Seite die Veränderungen so gestalten, dass tatsächlich alle diesen Weg auch mitgehen können, dass es eben nicht zu Friktionen kommt. Und wir haben in der Bundesrepublik viel Erfahrung mit Strukturwandelprozessen. Und wir müssen auch diesen Wandel zu einem klimaneutralen Land endlich als einen wirtschaftlichen Strukturwandel begreifen und unsere Unternehmen dabei unterstützen, diesen Wandel mitzugehen. Deshalb machen wir die Wasserstoffstrategie des Landes Hessen. Deshalb orientieren wir uns mit unseren Förderprogrammen für kleine und mittlere Unternehmen auf die Unterstützung eben dieser Unternehmen. Deshalb haben wir gerade die Tage ein Start-up für Green Investments, für grüne Unternehmen auf den Weg gebracht. Deshalb wollen wir einen starken Finanzplatz Frankfurt erhalten und eine starke Säule für Sustainable Finance ergänzen. Das alles ist Politik, die den ökologischen Wandel, die den Wandel zu einem klimaneutralen Land unterstützt, fördert und ihn so gestaltet, dass ihn alle mitgehen können, meine Damen und Herren. Wir kümmern uns um die Bekämpfung des Klimawandels. Wir kümmern uns aber auch um die Agrarwende. Wir kümmern uns um den Erhalt der Artenvielfalt in unserem Land. Noch nie waren so viele Landwirtinnen und Landwirte Teil des hessischen Agrarumweltprogramms Halm wie jetzt. Noch nie so viele Betriebe, noch nie so viel Fläche, und zwar völlig unabhängig davon, ob konventionell oder ökologisch gewirtschaftet wird. Weil auch hier wollen wir die Landwirtinnen und Landwirte begleiten, dabei umweltschonender zu arbeiten, tierwohlorientierter zu arbeiten, so zu arbeiten, dass die Interessen der Verbraucherinnen und Verbraucher gewahrt werden. Auch hier ganz klare Schwerpunkte. Und natürlich wollen wir auch bis 2025 25% Ökolandbau in unserem Land erreicht haben. Wir starten das größte Wiederaufforstungsprogramm für unseren Wald. Bitter genug, dass es notwendig ist. Erste Folgen des Klimawandels. Auch hier steuern wir entgegen und wollen einen Wald schaffen, einen Mischwald schaffen, der den neuen klimatischen Bedingungen dann auch besser widerstehen kann. Wir weiten den Nationalpark Kellerwald-Edersee
weiter aus, um die Artenvielfalt, um unsere Natur zu stärken. 10% des Staatswaldes sind mittlerweile Naturwald. Es ist noch gar nicht so viele Jahre her, da waren das nur 6%. 9,1 Millionen Euro haben wir 2014 zum Amtsantritt dieser Koalition für Naturschutz ausgegeben. Im Doppelhaushalt werden es 26,2 Millionen Euro sein. Herr Rudolph, ich kann gut verstehen, dass Sie nicht über die Bilanz heute sprechen wollten. Aber wir sprechen gerne über die Bilanz, beispielsweise beim Thema Verkehrswende. Und weil nach mir ja ein Kollege der FDP sprechen will, will ich das sehr gerne tun, Herr Kollege Rock. Noch nie gab es in diesem Land so viele Investitionen in alle Verkehrsträger, in Straßen, in Busse, in Bahnen, in den Rad- und Fußverkehr. Und schauen wir uns das doch einmal an. Wie war das denn vor 2014, wo, wenn ich mich richtig erinnere, die FDP in diesem Land mitregiert hat? Und wie ist es heute? Herr Kollege Rock, Sie hören es nicht gern, aber auch die Straßenbaumittel waren zu Ihrer Zeit meilenweit, kilometerweit von dem entfernt, was heute diese Koalition in den Straßenbau investiert. Sie haben zu Ihrer Amtszeit das Straßennetz sträflich vernachlässigt. Wir investieren endlich in die Substanz. Sie haben über Schienenbauprojekte in Hessen immer nur geredet. Wir bauen sie jetzt endlich, Herr Kollege Rock. Und weil Sie so gerne über den ÖPNV reden, ich habe Ihnen mal die Zahlen mitgebracht. 2014, also Ende der gelben Verkehrspolitik, 662 Millionen Euro Investitionen in den ÖPNV. Im Jahr 2024 sind es 1,167 Milliarden Euro. Das ist fast eine Verdopplung, Herr Kollege Rock. Und weil Sie es immer so gerne ansprechen, zu Ihrer Zeit faktisch keine Landesmittel im ÖPNV, im Doppelhaushalt ein dreistelliger Millionenbetrag Landesmittel im ÖPNV. Und dann sagen Sie uns jetzt ja immer, der Rad- und der Fußverkehr seien Ihnen auch so wichtig. Das würden wir Ihnen gerne glauben, wenn wir 2014 auch nur irgendeine Planung für Rad- und Fußverkehr aus dem damals noch FDP-geführten Verkehrsministerium vorgefunden haben. Die Wahrheit ist, die Schubladen waren leer. Es war nichts zu diesem Bereich da. Und ich kann mich noch sehr gut erinnern, noch in dieser Legislaturperiode, wie sich die FDP immer darüber lustig gemacht hat, wenn wir gesagt haben, es muss sicher für alle Verkehrsteilnehmerinnen und Teilnehmer sein, also auch für Radfahrerinnen und Radfahrer und auch für Fußgängerinnen und Fußgänger. Das ist doch die Realität, lieber Kollege Koch. €1,7 Millionen für den Radverkehr an Landesstraßen 2014. Heute sind es mit dem Doppelhaushalt 17 Millionen, das Zehnfache. Meine Damen und Herren, wir reden gerne über die Bilanz und über das, was wir in den nächsten zwei Jahren vorhaben. Ich habe es gesagt, die Bewältigung des ökologischen Wandels, der Weg hin zu einem klimaneutralen Land, braucht soziale Sicherheit. Es braucht die Sicherheit für alle Menschen, dass es fair und gerecht in unserem Land zugeht. Und es braucht die Sicherheit, wenn man in einer schwierigen Lebenssituation ist, dass einem geholfen wird. Und genau aus diesem Grund haben wir 2014 das hessische Sozialbudget ins Leben gerufen, einen geschützten Bereich im Haushalt, bei dem sich alle sozialen Initiativen darauf verlassen können. Hier kann verlässlich gearbeitet werden. Das ist ausgenommen von Haushaltskürzungen. Hier gilt Stabilität, hier ist Priorität. Aber wir haben es nicht nur dabei belassen. Wir haben dieses Sozialbudget kontinuierlich ausgebaut, und wir tun das auch mit dem Doppelhaushalt. Deshalb noch einmal sehr gerne Bilanz. 2013 kein Sozialbudget. 2014
51,5 Millionen Sozialbudget. 2024 werden wir 133,5 Millionen Euro Sozialbudget haben. Gut angelegtes Geld, meine Damen und Herren. Sprechen wir über eine wichtige Voraussetzung für soziale Teilhabe, und das ist Bildung. Das ist die Voraussetzung dafür, dass alle Menschen Chancen haben und dass sie ihren Weg in unserer Gesellschaft gehen wollen. Und hier investieren wir in die Kitas, in die Schulen, in die Hochschulen, in die Ausbildung. Und auch hier reden wir gerne über Bilanz. Wir haben eine Qualitätsoffensive für unsere Kitas gestartet. Wir haben sie besser ausgestattet mit Personal. Wir haben das Personal von Leitungszeiten entlastet. Wir haben den Personalschlüssel verbessert. Wir haben eine Fachkräfteoffensive gestartet. Und, meine Damen und Herren, ganz wichtig, wir haben dafür gesorgt, dass Erzieherinnen und Erzieher in einer dualen und in einer vergüteten Ausbildung ihren Beruf erlernen können. 2013 null Plätze für diese vergütete Ausbildung. Heute mit dem Doppelhaushalt jedes Jahr 1.000 geförderte Plätze durch das Land, meine Damen und Herren. Investitionsförderung für Kitas, obwohl es eine kommunale Aufgabe ist, Investitionsförderung für Kitas in früheren Jahren null. Null. In dieser Wahlperiode 250 Millionen Euro. Betriebskostenzuschüsse für die Kitas, obwohl es eigentlich eine kommunale Aufgabe ist, 2014 435 Millionen, mit dem Doppelhaushalt 1,2 Milliarden Euro. Wir investieren in Bildung von Anfang an. Wir wollen die besten Schulen an den Orten mit den größten Herausforderungen. Und deshalb, Herr Kollege Rudolph, Sie haben es angesprochen, den Ganztagsschulausbau, insbesondere im Grundschulbereich. Ich bin Ihnen sehr dankbar dafür. Weil das, was jetzt bundesweit Gesetz geworden ist, der Anspruch auf Grundschulkinderbetreuung ab dem Jahr 2026, das haben wir in Hessen vor vielen Jahren begonnen mit dem Pakt für den Nachmittag. Und auch hier, Herr Kollege, schauen wir uns einfach die Zahlen an, weil wir reden ja über den Haushalt. Betreuungsangebot 8 Stunden am Tag, 5 Tage die Woche, 2014 an 32 Grundschulen, und heute sind wir schon bei 400 Grundschulen. Wir sind gut vorbereitet auf den Rechtsanspruch, aber wir müssen auch noch eine Menge tun. Schulsozialarbeit, meine Damen und Herren, vom Land geforderte Schulsozialarbeit 2014 nicht vorhanden, nicht vorhanden. Mit diesem Doppelhaushalt 1.000 Stellen für vom Land geförderte Schulsozialarbeit, weil wir wissen, wie wichtig das ist, meine Damen und Herren. Hochschule, eine weitere Erfolgsgeschichte dieser Koalition. 50 Millionen Euro für Digitalisierung, 300 neue Stellen für ProfessorInnen, Unterstützung der Studierendenwerke, mehr Wohnheimplätze, Promotionszentren an den HAWen, die Ausweitung des Forschungsprogramms LOEWE und, meine Damen und Herren, jedes Jahr im Hochschulpakt verlässlich 4% mehr Finanzierung für unsere Hochschulen im Finanzierungszeitraum von 5 Jahren, 11,5 Milliarden Euro. Wir sprechen gerne über die Bilanz und über das, was wir in diesem Haushalt vorhaben. 2 Milliarden Euro für den Wohnungsbau, weil wir wissen, dass das ein drängendes Problem gerade im Ballungsraum ist. Wir wollen, dass alle Bürgerinnen und Bürger, dass alle Menschen bezahlbaren Wohnraum finden. Deshalb investieren wir in dieser Wahlperiode über 2 Milliarden Euro. Wir haben zahlreiche Maßnahmen ergriffen, die Mietpreisbremse, die Fehlbelegungsabgabe, den Genehmigungsvorbehalt bei der Umwandlung von Mietwohnungen in Eigentumswohnungen. Das Eigenkapital der NH wurde um 400 Millionen Euro erhöht. Und damit haben wir etwas geschafft, was kaum ein Bundesland geschafft hat. Nach Jahren von ständig zurückgehenden Zahlen an Sozialwohnungen steigt die Zahl der Sozialwohnungen in Hessen wieder. Sie steigt wieder, meine Damen und Herren. Gesellschaftlicher
Dritter großer Bereich, gesellschaftlicher Zusammenhalt. Und entscheidend für den gesellschaftlichen Zusammenhalt ist, dass alle Menschen sich in unserem Land sicher fühlen und dass sie zu ihrem Recht kommen. Und deshalb investieren wir in Polizei und Justiz. Wir werden im Jahr 2025 16.000 Polizistinnen und Polizisten in Hessen haben und haben damit in den letzten Jahren die Zahl der Stellen um 16,5% gesteigert. Wir legen jetzt für die Justiz ein Personalstärkungsprogramm über alle Bereiche von fast 500 Stellen auf. Und, Herr Kollege Rock, damit stoppen und korrigieren wir den Personalabbau in der hessischen Justiz, den Ihr Justizminister begonnen hat. Wir machen das, weil wir wissen, wie unverzichtbar Justiz und Polizei für unser Land ist. Wir wissen, dass die allermeisten Polizeibeamtinnen und Beamten einen engagierten, einen unverzichtbaren und einen unschätzbaren Dienst für uns alle leisten. Deshalb wollen wir eine gut ausgestattete Polizei. Und eben weil wir die Arbeit der gut und verlässlichen Beamtinnen und Beamten würdigen, benennen wir auch Fehlentwicklungen klar und sagen, was in der hessischen Polizei geht und was eben auch nicht geht, meine Damen und Herren. Das gehört dann nämlich auch dazu. Der kommunale Finanzausgleich, auch das etwas, was in normalen Haushaltsdebatten ja von gerade der SPD-Opposition gerne angesprochen wird. Lassen wir auch hier Zahlen sprechen. 2013 3,8 Milliarden Euro und mit dem Doppelhaushalt werden es 6,8 Milliarden Euro im kommunalen Finanzausgleich für unsere Kommunen sein. Ich finde, das kann sich sehen lassen. Das kann sich einfach sehen lassen. Und zum gesellschaftlichen Zusammenhalt gehört Kultur, ganz wesentlich Kultur. Wir alle haben in der Corona-Krise schmerzlich erfahren, wie es ist, wenn wir auf Kultur, auf kulturelle Angebote verzichten müssen. Deshalb machen wir den Masterplan Kultur. Deshalb sorgen wir mit dem Kulturkoffer dafür, dass junge Menschen schon sehr früh kulturelle Erfahrungen machen können, ihre Talente entdecken können. Deshalb haben wir die Landkulturperlen aufgelegt, um das kulturelle Angebot auch im ländlichen Raum zu stärken. Und auch hier lassen wir einfach Zahlen sprechen. Förderung der Soziokultur vor 10 Jahren, 2014, 450.000 Euro, im Doppelhaushalt 2 Millionen Euro, das Gesamtbudget für Kultur von 200 Millionen auf 290 Millionen Euro gesteigert. Wir reden gerne über die Bilanz und über das, was wir noch vorhaben. Wir haben Aktionspläne für die Integration von Flüchtlingen aufgelegt, und wir kümmern uns um Integration, weil auch das wichtig ist, dass alle Menschen bei uns dazugehören, dass auch wenn man aus einem anderen Land zu uns gekommen ist, alle hier teilhaben können, die deutsche Sprache lernen können, sich als fester Bestandteil unseres Gemeinwesens fühlen können. Gesellschaftlicher Zusammenhalt heißt aber auch, dass kein Mensch in unserem Land diskriminiert wird. Und deshalb haben wir den Aktionsplan für Akzeptanz und Vielfalt aufgelegt und immer weiter gestärkt. Deshalb gibt es in Hessen eine Antidiskriminierungsstelle und nicht nur eine Antidiskriminierungsstelle, sondern mittlerweile ein Beratungsnetzwerk gegen Diskriminierung in ganz Hessen, was wir mit diesem Haushalt noch einmal weiter stärken. Gesellschaftlicher Zusammenhalt heißt aber auch, dass wir klare Kante gegen alle die zeigen, die unsere Demokratie infrage stellen, dass wir sagen, keinen Fußbreit den Rechtsextremisten in unserem Land. Hass und Hetze hat in Hessen nichts verloren, meine Damen und Herren. Und auch hier halten wir Wort. Wir sind eines der wenigen Länder, was eine Online-Meldestelle gegen Hass und Hetze im Netz hat. Wir sind eines der wenigen Bundesländer, was ein Präventionsnetzwerk gegen Verschwörungstheorien auf den Weg gebracht hat. Wir haben mit dem Demokratiezentrum in Marburg geradezu ein Juwel, wenn es darum geht, unsere Demokratie zu fördern und Extremismus konsequent zu bekämpfen. Und dieses Juwel, das Demokratiezentrum in Marburg, haben wir jetzt auch noch gestärkt, um eine Säule der Forschung, das den Gründen von Rechtsextremismus und der Bekämpfung von Rechtsextremismus auch mit wissenschaftlichen Mitteln nachgegangen werden kann.
Auch hier lassen wir Zahlen sprechen. Das zentrale Landesprogramm Hessen aktiv für Demokratie und Extremismus 2014 417.000 Euro. Durch die Arbeit, mit der Arbeit dieser Koalition mittlerweile über 10 Millionen Euro und eines der bestausgestattetsten Programme, was es in der ganzen Bundesrepublik zu diesem Thema gibt, meine Damen und Herren. Ich habe es gesagt, im Gegensatz zum Kollegen Rudolph würde uns auch viel noch einfallen und fällt uns noch viel ein, was wir besser machen können. Deshalb sage ich ausdrücklich, wir lassen uns gerne an unserer Bilanz messen. Wir lassen uns gerne an dem messen, was wir mit dem Doppelhaushalt auf den Weg bringen. Aber das war erst der Anfang. Wir wollen selbstverständlich mehr. Wir werden uns weiter den Herausforderungen unserer Zeit stellen. Wir werden weiter auf aktuelle Krisen reagieren. Und wir werden weiter so arbeiten, dass das, was wir sagen, wir auch machen. Und das, was wir machen, auch vorher sagen. Verlässlichkeit in schwierigen Zeiten, das ist das Markenzeichen dieser Koalition. Das ist das Markenzeichen dieses Haushaltes. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit.